Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. So, wir sind wieder zurück in unserer kleinen Stadt Lassagev. Und zwar im letzten Part haben wir uns ja ein Klärwerk aufgebaut und eine Pumpstation. Mit den beiden Sachen sollten wir jetzt eigentlich die nächsten paar Tage über die Runden kommen in Sachen Wasser und Abwasser. Und wir werden jetzt nochmal schauen, ob wir vielleicht mal eine Ölraffinerie aufbauen können. Weil, wenn wir mal in die Mitte schauen, da haben wir einen riesen Ölfleck und den will ich eigentlich unbedingt nutzen. Vor allem da hier die Schienenohr direkt in der Nähe sind, vielleicht können wir damit auch irgendwas machen. Gut, sonst schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Da sehen wir eigentlich, alles läuft ganz gut. Schauen wir mal, vielleicht können wir das Gebiet dann nur mit Jobs ausweisen, sehe ich gerade. Ja, das machen wir nur ganz kurz. Aber sonst läuft doch alles ganz gut. Hier haben wir eine Verbindungsstelle gebaut und zwar würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt nur ein bisschen Kohle übrig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die ganzen Straßen hier drin upgraden. Und der ist unglücklich, warum? Straßenupgrade zur Erhöhung der Dichte erforderlich. Ja, hier lesen wir es schon. Also werden wir jetzt mal die ganzen Straßen ein bisschen hochziehen. Gut, dann machen wir es vielleicht jetzt ein bisschen mit System, damit wir nicht so lange brauchen. Das heißt, dann machen wir schon Straße mit hoher Dichte, also die wird dann schon richtig pompös. Gut, dann machen wir schon mal die Hauptstraße zu den Industriegebieten, damit da die Leute ganz schnell hinkommen. So viel kostet es auch nicht, mal sehe ich gerade. Also ist relativ billig. Gut, billig ist dahingestellt, aber es kostet jetzt nicht so viel. Gut, dann werden wir jetzt noch weiter upgraden. Hoher Dichte. Okay, die können wir anscheinend, müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir dann die Straßenbahn machen können. Gut, auf jeden Fall, da hinten haben wir jetzt hohe Dichte, dann werden wir hier außen auch noch hohe Dichte machen. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal die Straße auf hohe Dichte. Jetzt werden wir mal die Seitenstraßen bei den Wohngebieten nur hochziehen. Die auf hohe Dichte, die auf hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte. Und gut, die haben wir schon auf hohe Dichte gemacht. Hier sehen wir schon, da wird ja ein riesen Hotel hochgezogen, so wie es aussieht. Hier auch, er reißt sein Gebäude ab und zieht was Großes hoch. Das ist natürlich wichtig für uns, weil jetzt haben wir dann bald die wohlhabendsten Bürger bei uns. Gut, dann nehmen wir die mal auf hohe Dichte. Ich glaube, nach der Aktion wird unser Guthaben relativ geschrumpft sein, obwohl, ja, es sieht eigentlich nur ganz gut aus. Wir haben nur genug Kohle. So, die auf hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte. So, da müssen wir jetzt eigentlich alle auf hohe Dichte haben. Gehen wir da ein Viertel weiter. Den haben wir auch schon. Den müssen wir noch. Den. 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 Ja, ich weiß, das mag jetzt wahrscheinlich ein bisschen total spannend sein zum Zuschauen, aber ich musste das halt ganz kurz machen. Damit wir eben größere Häuser kriegen. Und so weiter. Gut, dann die Hauptstraße. Können wir die eigentlich. Ja, die könnten wir schon auf Straßenbahn aufleveln. Aber die drin kann man nichts. Also das ist jetzt das Höchste, was man hier drin machen kann. Und mehr geht hier nicht. Gut, hier außen sehen wir, Kriminalität ist schon wieder am Laufen. Für ein Jobangebot würde ich im Moment sogar über Leichen gehen. Oh, der geht aber schon heftig ran. Können wir, ja, wir können sogar die Hauptstraße auch schon auf. Da könnten wir sogar auch schon mit Straßenbahn machen. Egal, das wollen wir noch nicht, weil die draußen, die ist eigentlich relativ uninteressant. Gut, dann werden wir jetzt mal kurz Ansicht wechseln. Schauen wir, ob wir überhaupt überall hohe Dichte erreicht haben. Jawohl, sieht ganz gut aus. Und hier hat auch schon wieder irgendeiner protestiert. Ja, die Leute protestieren immer nur. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum. Kriege irgendwo einen. Protestieren, Herkunft, Rathaus. Ja, warum denn? Egal, die sollen protestieren, wie sie wollen. Wenn wir uns auf unsere Steuern schauen, da sehen wir, wir sind nur relativ human dabei. Und da werden wir jetzt hier einfach mal hochsetzen. So gemein sind wir jetzt einfach mal. Gut, aber sonst werden wir jetzt die nächsten Straßen hochziehen. Schau, schau, wo waren wir nicht? Hier draußen waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir schon überall. Aber wir sehen, also den Unterschied zwischen, ja gut, man sieht ihn schon, zwischen der hohen und der mittleren Straße, man kann ihn schon erkennen. Gut, den hoch. Hier außen machen wir auch mal weiter. Die ziehen wir auch mal hoch. Die ist schon oben. Gut, dann gehen wir ins nächste Viertel hoch. Ja, so müssen sie halt jetzt Straße für Straße machen. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber vielleicht kann man eigentlich um mehrere Straßen auswählen. Nee, kann man nicht. Also man muss hier wirklich Straße für Straße auch ziehen. Also da hätte sie vielleicht die EA ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Aber sonst passt es eigentlich gut. Hier haben wir noch was mit mittlerer Dichte. Ziehen wir auch schnell hoch. Gut, jetzt hätten wir es ja dann fast geschafft. Hohe Dichte und nochmal hohe Dichte. So,
Dann die kleine Straße hier drin auch noch vor dicht ziehen. Oh mein Gott, das dauert aber schon lang. So, aber jetzt sieht es doch ganz gut aus. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Ja, die habe ich vergessen. Sonst dürfte ich es eigentlich fast alle mitgekriegt haben. Ja, sieht ganz gut aus. So, jetzt dürfen wir alle auf hohe Dichte oben haben. Zumindest mal in dem Gebiet. Gut, Industriegebiet müssen wir dann noch machen. Kohle wird eigentlich rein. Ich glaube, das machen wir dann gleich. Und wir sehen, unsere Einnahmen gehen deutlich nach unten. Warum? Ja, gut, die reißen natürlich ihre ganzen Häuser jetzt ab. Das heißt... Ja, wir verdienen momentan nichts. Solange die Häuser so abgerissen sind, können wir nichts verdienen. So, was... Gut, der baut dann auch schon eine größere Firma auf. Aber dann machen wir nur ein bisschen weiter. Dann machen wir den Rest auch noch schnell hoch. Hohe Dichte, hohe Dichte. Hier oben noch hohe Dichte. Und hier ist Stau. Hohe Dichte. Und natürlich Kohlekraftwerk auch noch hohe Dichte. Hier unten hohe Dichte. So, jetzt dürfen wir ja alle Straßen erwischt haben. Bestimmt habe ich irgendwo wieder ein paar vergessen, aber das werden wir dann irgendwann schon merken. Gut, und wir sehen unser schönes Rathaus blinken. Dann schauen wir mal drauf. Wir können es mal wieder upgraden. Cool, dann machen wir es doch am besten gleich. So, wieder Special Feuerwerk. Busch, busch, busch. Yay. Feuerwerk am Tag, das bringt's ja. Gut, dann hätten wir jetzt schon Stufe 4 erreicht. Nächste Stufe gibt es 75.000 Einwohner. Ja, wir haben jetzt die 30.000 erreicht. Und jetzt könnten wir eigentlich... Ja, jetzt können wir das nächste dran bauen. Also wir können jetzt nur noch eins dran bauen. Also entweder die Bildungsabteilung, die Sicherheitsabteilung, Tourismusabteilung oder Verkehrsabteilung. Was bringt die Verkehrsabteilung? Die bringt... Schienenverkehr, bla bla bla. Muss ich mir überlegen, was ich da noch dran baue. Auf jeden Fall habe ich ja im letzten Part angedeutet, ich werde es ein bisschen tricksen. Und hier sehen wir schon, es werden große Gebäude aufgebaut. Unser Rathaus wische wieder irgendwas. Rathausmodul ist verfügbar. Hey, wir können ein Bürgermeisterhaus bauen. Oder können wir das schon lang? Moment. Was ist denn das Rathausmodul? Was? Es ist eine neue Abteilung fürs Rathaus verfügbar. Öffnen Sie im Rathaus den Bearbeitungsmodus und wählen Sie. Ah, okay. Das, was wir schon gesehen haben, wir können jetzt eben da ein neues dran bauen. Das wollte uns nur mal mitteilen. Das muss er ja nicht vergessen. Aber wir sehen gerade, wir haben ein bisschen. Was wollen die Leute? Arbeitslosigkeit. Was Arbeitslosigkeit? Für die mittlere Einkommensschicht. Ja, da müssen unsere Betriebe vielleicht mal sich upgraden. Aber das werden sie bestimmt jetzt machen. Das heißt, das lassen wir erst mal links liegen. Jetzt wollte ich irgendwas machen. Genau, ich wollte die Steuern noch ein bisschen erhöhen. So, von der wohlhabenden Schicht gehen wir jetzt ein bisschen hoch. Am besten gehen wir von den Industriegebieten hier ein bisschen runter, weil wir sehen, das macht viel aus. Warum haben wir nur so schwache Industriegebiet? Lassen wir das mal auf 10, das auf 12... Sind natürlich wieder Schritte, die... Ja, was ist denn? Hohe Steuern. Oh Mann, jetzt meckern sie wegen hohe Steuern. Gut, dann gehen wir die Gewerbegebiete mal runter. Und hier gehen wir mal runter. Und jetzt verdienen wir fast nichts mehr. Das ist natürlich schlecht. Ja, lass noch mal so. Die Leute wollen sich jetzt dann schon beruhigen. Gut, auf jeden Fall. Sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Unsere ganze Stadt, also... zu langsam richtig große Hochhäuser. Hier Mitarbeiter werden gebraucht. Ja, die würden sie jetzt dann alle schon nur überall einfinden, weil hier neue Arbeitsstellen dann. Gut, aber dann müssen wir mal schauen, was wir da als nächstes alles machen können. Also wir wollen jetzt dann so langsam doch unsere kleine Vegas-Stadt aufbauen. Das heißt, wir bauen jetzt mal große Straße da rein. Das heißt, Straße mit hoher Dichte. So, bauen wir die bis daher. Jetzt schauen wir, ob wir vielleicht einen guten Kreis zusammen... Oder machen wir einen Rechteck hin? Ich bin nur unschlüssig. Und so, wir kriegen einen schönen Kreis hin. Schiff für perfekte Kreise. Wenn ich jetzt so einen dahin baue... Sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn ich ihn größer mache, machen wir so einen Kreis hin. Bin mir echt nur unschlüssig, ob ich das jetzt so machen soll. So. Der ist halt richtig teuer, der Kreis. Der kostet mir jetzt dann 30.000. Soll ich den so hinbauen? Gute Frage. Nee, lass erst mal, weil der ist richtig teuer. Jetzt warten wir erst mal, bis unsere ganze Stadt upgradet wird und so weiter. Und dann werden wir dann den Kreis da mal hinbauen, sollen sie pumpen und alles funktioniert auch. Mittlerweile habe ich herausgefunden, hier sehen wir es. Wasser unter dem Gebäude, Vorrat für 59 Monate. Also wir können jetzt 59 Monate, haben wir jetzt sauberes Wasser hier in der Gegend. Wenn das halt gar ist, dann müssen wir halt irgendwo wieder anders ansiedeln, unsere Pumpenstation.
Aber wenn wir auf unsere Wasserkarte schauen, wir haben eigentlich nur genug Wasser überall. Also wenn es hier nichts mehr geben soll, dann gehen wir halt hier hin oder hier. Gut, ins Wohngebiet können wir jetzt nicht schlecht rein, aber direkt neben das Rathaus können wir natürlich auch hin. Gut, aber ich werde jetzt mal sagen, wir bauen jetzt eine Straße. Wie bauen wir die am besten? Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht da so eine Parallelstraße dazu baue. Also zu der Hauptstraße. Aber eigentlich ist es total idiotisch, da eine Parallelstraße zuzubauen. Ne. Fällt mir gerade nur so auf, dass es total idiotisch ist. Auf jeden Fall würde ich gerne, weil wir können ja dann später. Brände außer Kontrolle. Das ist natürlich schlecht. Aber unsere Polizei will was? Was haben sie denn für Probleme? Auf jeden Fall Verbrechen im Gange. Gut, wir haben genug Kohle, das heißt, wir bauen jetzt bei denen noch ein schönes Polizeiauto hin. 10.000 weg. Die Zellen sind auch relativ leer, wie ich sehe, oder? Ja, die Gefängniszellen sind komplett leer. Gut, dann haben sie jetzt ein paar neue Autos. Dann werden wir die Feuerwache auch noch ein bisschen aufleveln. Dreh die mal rum. Werden wir nochmal ein neues Feuerwehrauto hinbauen. Und zwar auf... Ja, bauen wir es am besten da dran. Hier eins hin. Gut, jetzt haben sie drei Garagen. Das heißt, es dürfte eigentlich die Stadt relativ von Feuer befreit sein. Habe ich wie Proteste gehört, aber die können so viel protestieren, wie sie wollen, solange sie uns nicht irgendwie abhauen, die Leute, da dürfen sie auch ruhig protestieren. Gut, hier sehen wir es, Archäologie freigeschalten, aber mit den Großprojekten werde ich wahrscheinlich nur ein bisschen warten. Wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferungen. Ja, wir haben doch genug Shops. Egal, das werden die schon irgendwie machen und hier sehen wir schon wieder... Zu wenig Platz, was? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ey, die schaffen das auch nicht, dass sie das irgendwie mal richtig machen. So, was brauchen wir denn? Nicht ausreichend Käufe für EKS. Das heißt, wir brauchen... Die Gewerbegebiete haben nicht genug Kunden der mittleren Einkommensschicht. Legen sie Parks an oder bauen sie die öffentliche Versorgung aus, um wohlhabende... Jetzt ist es weggesprungen. Okay, das heißt, sie brauchen Kunden der Stufe 2. Das ist jetzt schlecht, weil alle jetzt auf Stufe 3 hochgegangen sind. Wie wir sehen, alle Stufe 3. Grundstückspreis, aber die sind jetzt alle schon bei Stufe 3. Egal, das würde ich irgendwie machen. Wenn es nichts wird, dann müssen wir halt später mal eingreifen. Wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferung. Ja, was bist du für Stufe? Stufe 2. Was stellt sie her? Toxic Beauty Produkte. Ja, braucht doch kein Mensch. Gut, dann müssen wir uns überlegen, wie wir das am besten machen. Bildung. Bildung hat auch schon wieder ein Problem. Und zwar, Klassen sind ein bisschen voll. Gut, das werden wir dann gleich behoben haben, das Problem. So, bauen wir da schnell was drauf. Drauf, gut. Damit werden die unsere Grundschule jetzt komplett ausgebaut. Das heißt, dann bauen wir nur einen Bus hin. Gut, dann dürfte es eigentlich auch behoben sein, das Problem. So, die Gebiete meckern natürlich immer nur rum. Aber wir nehmen momentan nicht so viel ein. Ja gut, die müssen... Was ist denn das schon wieder passiert? Also das ist nur im Bau. Ihr dachte, ist wieder abbrannt. Aber es sieht doch ganz nett aus, muss ich sagen. Also der Grillpavillon, den werden wir wahrscheinlich auch schnell abreißen. Obwohl, lassen wir uns stehen. Die können da ruhig weiter grillen. Sonst mit dem Stau... Ja, wir sehen schon. Ein bisschen Stau haben wir schon noch. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen... Ja gut, rot ist keine Straße. Das heißt, so viel Stau haben wir dann doch nicht. Ist die Straße schief. Die Straße ist schief. Warum ist die Straße schief? Ach komm, nö, nö, abreißen. Ja, ne, das will ich jetzt schon haben, dass die Schee gerade ist, also. Gut, damit geht zwar die Fabrik da draußen drauf, aber ist mir eigentlich relativ egal gerade. Unsere Feuerwehr hat ein großes Problem. Warum ist denn der Strom so schwach? Die Stadt braucht Strom, ja, warum... Okay, das ist jetzt ein bisschen überraschend, dass unser Kohlekraftwerk das nicht mehr schafft. Gut, da müssen wir irgendwas schnell dran bauen, habe ich festgestellt. Gut, Straße. Straße. Eine Straße bauen. Hallo, Spiel. Vielleicht sieht es gerade irgendeiner, das Spiel buggt. Oh Gott, wir haben... Unten blinkt gerade alles rum. Gut, Bildung, was haben die wieder für ein Problem? Klassenzimmer sind voll. Ja, schon wieder.
Ne, die sind gar nicht voll. Das labert wieder scheiße gut. Was ist Feuerwehr? Chemiebrand sorgen für Verwüstung. Das ist nicht gut. Das heißt, sie brauchen dann beide große Feuerwehrwache. Egal, jetzt müssen wir erstmal schauen. Ja, Chemiebrand ist gar nicht gut. Egal, jetzt schauen wir erstmal, dass wir vielleicht ein bisschen Strom herkriegen. Aber warum ist der auf einmal so abgesunken? Das gibt's doch gar nicht. 75 Megawatt, aber eigentlich müsste es doch passen. Ja, wir haben doch viel zu wenig. Sollen wir nochmal Kohlekraftwerk oder Ölkraftwerk? Ich glaube, da stellen wir gleich ein Ölkraftwerk dann hin. Gut, da werden wir jetzt erstmal unsere Straße da erweitern, falls ich jetzt nicht mal darf. Warum darf ich die hier nicht erweitern? Ah, ich habe einen Kreis angewählt. Oh. Ich denke mir schon die ganze Zeit, warum. So, dann erweitern wir das Ganze jetzt und dann stellen wir jetzt da ein Ölkraftwerk auf, sobald wir die Kohle zusammen haben. Und das stellen wir hier auf. Zieh die Straße dann nur kurz rein, damit wir die dann halbwegs diesmal gerade hinkriegen. Jetzt sieht sie vielleicht mal ein bisschen gerade aus. So. Ja, jetzt sieht sie gerade aus. Gut. Warum können wir die jetzt nicht verbinden? Was? Muss man nicht verstehen, keine Ahnung. Manchmal versteht das Spiel auch nicht. Also ab und zu ist es schon ein bisschen kompliziert, warum sie dann nicht wollen. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Flut. Sorgen Sie, die Bedarf von über 100.000 Liter innerhalb von einer Stunde. Ob das jetzt so gut ist. So, die Straßen graden wir jetzt erstmal kurz ab. Und die da draußen auch noch. Gut, und jetzt werden wir dann... Was hat denn das Abwasser für ein Problem? Stromausfall, ja, wir wissen's. Wir müssen aber nur ganz kurz warten, weil wir brauchen nur ein bisschen Kohle. Für unser Ölkraftwerk dann. Weil das mit 150 Megawatt, das dürfte dann rein. Also wir haben schon gesehen, also wir haben jetzt die ganze Stadt abgegradet, aber wir sehen schon ganz große Hotels und alles. Aber die brauchen halt auch richtig Platz. Wir brauchen hier etwas Strom. Ja, ich bin gerade dabei, Jungs. Ich bin voll im Gange. Aber wir müssen nur ein bisschen warten. Oder wir könnten das Kohlekraftwerk upgraden. Aber ich will das eine upgraden, weil ich es eh bald abreiße. Und ein Ölkraftwerk hinstelle, zweites. Gut, Ölkraftwerk... Werden wir dann hier hinbauen, sobald wir es haben. Oh, jetzt fehlen nur genau 505 Simeons. Komm, bisschen schneller Spiel. Gleich noch genau 10 Minuten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heißer Auftrag. Ja, gut. Und Ölkraftwerk, juhu. So, und jetzt dürften wir wieder bald Strom haben. Jetzt müsste sie normalerweise bald wieder alles einregeln. Was da passiert, das ist im Bau. Und da haben wir wieder irgendwas. Die Straßen sind nicht sicher. Stellen Sie mir Polizisten ein. Ja, werde ich machen. Ja, natürlich, die Stadt wird größer und damit sind die Straßen natürlich auch in Gefahr. Und hier sehen wir schon, hier brennt's. Unsere Feuerwehr wollte auch noch irgendwas. Hat auch gerade Zeit. Egal, jetzt ist wieder weg. Vielleicht kommt später nochmal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einmal schauen. Heißer Tanz, löschen Sie in Einsatz. Einen Tag Einbrand von Gefahrenstoffen. Was brennt denn da draußen? Schaffen die es halt nimmer. Ihr fackelt mir bloß wieder die ganze Stadt ab. Das hat man schon alles, das hat man schon alles mal. Und ich will es ehrlich gesagt nicht nummel haben. So, unser Strom läuft nicht so richtig. Wir haben zwar 81 Megawatt im Überschuss, aber so richtig laufen tut's nicht. Komm, gib mal Gasstrom. Gibt's ja gar nicht. Also wir sehen schon, bevor wir kein Atomkraftwerk haben, brauchen wir auch ehrlich gesagt nicht mit Vegas anfangen, weil so ein Casino braucht ewig viel Strom. Aber jetzt so langsam wird alles wieder voll mit Strom. Gut, jetzt müssen wir nur noch hier draußen was machen. Ja, hier kommt schon der Strom geflossen. Zack, und draußen. Gut. Damit hätten wir jetzt wieder alles geschafft. Damit ist jetzt Strom, müsste jetzt eigentlich wieder weg sein. Jawohl, Strom ist wieder normal. Abwasser müsste jetzt eigentlich auch gleich wieder anfangen zu arbeiten. Genauso wie das Wasser. Geschlossen, wir brauchen Strom. Ja, ihr kriegt es auch schon Strom. Stresst es mal nicht rum.
Gut, das kleine Manöver haben wir jetzt auch ein bisschen überlebt und wir sind schon, unsere Stadt schaut schön aus. Schaut richtig schön aus mit so den ganz großen Gebäuden hier. Macht das im Abwasser nicht nochmal. Okay, die sind anscheinend nicht so glücklich, dass es mit dem Abwasser passiert ist. Aber ist eigentlich gerade relativ egal. Gut, hier sind wir. Und die Einwohnerzahl, die ist jetzt ganz schön explodiert, muss ich sagen. Also im letzten Moment hatten wir nur 30.000. Jetzt haben wir schon 66.000. Also da geht es doch einiges. Gut, aber wir sagen, dann ziehen wir die Steuern ein bisschen hoch. Gehen wir auf 13%. Ja gut, das bringt ja nichts. Also von der Schicht gehen wir lieber mal bei der unteren Schicht ein bisschen hoch, weil da haben wir das meiste anscheinend und da kriegen wir die meiste Kohle rein. Wir gehen halt ein bisschen vorsichtig vor, so Wasser, was haben wir jetzt da für ein Problem? Wasserknappheit. Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Okay, unser Vorrat sinkt ganz schön, jetzt nur noch 28 Monate. Natürlich, unsere Stadt wird größer, wir brauchen mehr Wasser, aber eigentlich müsste es nur schaffen. Ich kann mir besser gesagt keine neue Pumpenstation leisten, das ist momentan das Problem. Ich glaube, wir hätten die Wassertürme doch stehen lassen sollen, auch wenn die nur 6 Kiloliter bringen. Soll ich die nochmal aufbauen? Ja, das ist natürlich wieder ganz klug gemacht von mir. Gut, dann werden wir den dann wieder hier vorne aufbauen. Wurmviel Wasser, da sind wir 1400. Da mittendrin, nein, bauen wir ihn hier auf. Gut, dann bauen wir kurz einen Wasserturm auf, damit wir halbwegs wieder das Wasser herkriegen. Förderkapazität benötigt. Ja, gut, es geht gerade so am Limit, dass es reicht, das Wasser. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir vielleicht eine zweite Pumpenstation aufbauen. So, was haben wir beim Abwasser für ein Problem? Ja, gut, es zieht jetzt mittlerweile alles weg. Jetzt sehen wir, wie die ganzen Scheißeflecken da wandern zu unserem Klärwerk. Oh nö, wir sehen schon unser nächstes verlassenes Gebäude. Warum? Grundbrand, Brand... Das hat nicht genug Abnehmer gehabt. Ja gut, da kann ich jetzt nichts machen. Ein paar Verluste müssen sein. Wird eh bald wieder ein neues angesiedelt werden. Ein neues Industriegebiet da draußen. Anstatt der Firma, was sie jetzt abgerissen haben. Gut, aber sonst... Die kleinen Häuser, das stören mich auch ein bisschen. Die Steuersenkung vor kurzem haben uns gefallen. Ja, schon recht. Gut, wenn sie uns gefallen haben, dann können wir sie auch wieder hochgehen. Nehmen Sie null Verbrecher gefangen. Ne? Sauberes, oberes oder saures. Verarbeitung, Kläranlage. 200.000 Liter in der Stunde an der Kläranlage verarbeitet. Nicht schlecht. Das Abwasser, Verarbeitung des Abwassers. Aber die sind... Oh, die sind am Limit. Ja gut, das kam jetzt wahrscheinlich alles auf einmal. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt zu heftig gewesen sein. Unsere Pumpstation. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch mal ausbauen. Und zwar, was können wir da dran bauen? Einmal die Einfallwasserpumpe, einmal die Filterpumpe. Ja, die Tube werden wir da als nächstes mal aufbauen, hätte ich gesagt. Neues Clever, also neues Clever ein bisschen aufleveln. Okay, der ärgert sich immer nur, dass wir kein Wasser haben. Wir brauchen Wasser. Ja, das müsste jetzt schon langs kommen, oder? Wasser, 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 da Wasser. Gut, wir sind wirklich knapp dran. Wir müssen schauen, dass wir jetzt so eine Wasserpumpe aufbauen können. Schnell, schnell, schnell. So, was können wir hier? Was ist jetzt der Unterschied zwischen der? Es ist noch etwas vom Grundwasser übrig, dann fügen Sie eine weitere Einfallwasserpumpe hinzu und noch mehr zu fördern. Decken Sie mit dem Wasser den Bedarf Ihrer Stadt oder verkaufen Sie es an die Region. Jeder braucht Wasser, ist aber der Boden verschmutzt, ist es mit Keimen verseucht. Diese Pumpe filtert die meisten Giftstoffe heraus und transportiert größtenteils sauberes Wasser. Ja gut, da wir hier kein verseuchtes Wasser haben, reicht uns ein normales Becken und das bauen wir jetzt hier mal hin. Gut, es füllt sich jetzt auch dann so langsam. Jawohl, Wasser ist schon drin. Dann passt es auch wieder gut. Abwasser ist geregelt. Aber die sind immer nur hart am Limit. Oh, da müssen wir auch mal schauen, dass wir vielleicht dann ein neues Klärbecken aufstellen. Und wir sehen uns unten die Gebiete, die sind auch gefördert. Oh Gott, wir brauchen Arbeiter. Okay, so langsam geht's echt an die Herausforderung, dass wir die Stadt am Laufen halten. Die sind auch nur böse, weil sie kein Wasser hatten und keinen Strom. Kann man aber ehrlich gesagt nichts mehr dagegen machen, wenn sie jetzt dann schon irgendwann wieder mal erholen. Und was wollen die?
Mangel an Arbeitern. Ja, wo sollen die herziehen? Hallo, wir haben doch so riesen Gebäude, da ziehen doch so viele Leute ein. Das sollte es doch eigentlich möglich sein. Also wir bauen da draußen ein Wohngebiet hin, neben die Müllhalde. Will da jemand leben? Ich glaube kaum, aber egal, bauen wir es einfach mal hin. Oh, jetzt ist schon dunkelrot, also nur mehr rot habe ich noch nicht erlebt. Gut, dann ziehen wir hier mal eine Straße. Ziehen wir die gleich hoch und sehen, Feuerwehr hat auch schon wieder ein Problem. So, die ist total hochgezogen und dann bauen wir doch mal erstmal hier was aus. Ja, wer will neben der Müllhalde wohnen? Niemand. Egal, wenn sie Wohngebiete wollen, dann sollen sie gefälligst neben der Müllhalde wohnen. Ist mir jetzt auch egal. Und Feuerwehr. Was hat Feuerwehr für ein Problem? Chemiebrände sorgen für Verwüstung. Ja, da kann ich jetzt schlecht was machen. Weil wir bräuchten dazu die große Feuerwache und ich glaube, das werden wir jetzt dann ausbauen. So, wir können ja für 15.000 unser Rathaus mal wieder ausbauen. Die Bildungsabteilung könnten wir hinzufügen. Die Sicherheitsabteilung, die Tourismusabteilung. Und was haben wir jetzt hinzugefügt? Die? Das bist du, die Versorgungsabteilung. Verkehr. Bin am Überlegen. Müssen nur ein bisschen warten. Die müssen nur ein bisschen warten, wenn die im Chemiebränden. Wenn sie schon in den Griff kriegen, wo sind sie denn eigentlich momentan beschäftigt? Hier beim Krankenhaus brennt es? Ah, ne, da brennt es nicht. Und die Straßen sind voll. Warum sind die jetzt auf einmal so voll, wenn wir mal schauen? Ja gut, hier ist rot, da oben ist überall rot. Natürlich, die Stadt wird größer und deswegen ist viel Stau unterwegs und die Shuttlebusse kommen die nur hinterher. Alle 44 Minuten, ich glaube, da bauen wir noch einen Shuttlebus hin. So, Shuttlebus steht. Abwasser hat ein Problem, müssen wir mal schauen. Verstopfte Rohre, oh. Da ist richtig viel Scheiße momentan, die Rohre. Wir sehen schon, die sind also jetzt wirklich am Limit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das jetzt vielleicht noch hochziehen. Wir sehen schon, 114,9 haben sie momentan und 123 können sie nur maximal aufnehmen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir schnell einen Kläranlagentank hinstellen. Wir können nur zwei Stück, drei Stück hinbauen. Oh, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil das brauchen wir nur 20.000. Simeons und deswegen müssen wir jetzt nur ganz kurz warten, aber das will ich jetzt in dem Part nur schnell machen. Da können wir wenigstens mit freien Rohren den Part beenden. Das hört sich wieder ganz klug an. So, Öl passt. Kohle passt auch. Ich kann das eigentlich upgraden. Schauen wir mal kurz drauf. Ein Schild können wir hinbauen. Ein Schild bauen wir als erstes natürlich hin. Das ist natürlich total wichtig. Gut, dann können wir zum einen den herkömmlichen Ölgenerator bauen. Der bringt nochmal 150 Megawatt. Verbrennungsrate, Luftverschmutzung hoch. Dann könnten wir den Turbinengenerator mit Verbrennmotor hinbauen. 150 Megawatt. Und der verbrennt weniger. Der verbrennt nur ein Drittel nur. Oder wir könnten auch die saubere Ölgenerator, die braucht, bringt auch 150 Megawatt. Und natürlich, die Luftverschmutzung ist niedrig. Aber das verbrennt doppelt so viel als der. Gut, da werden wir mal überlegen, wie wir das am besten machen, weil wir sehen schon Atomkraftwerk, also man kann wirklich nur dran denken. Jetzt mal rein, das hat jetzt 145.000 Simeons benötigt ist und es kostet in der Stunde 1.300. Also da werden wir wahrscheinlich erst ein bisschen zurückschrauben, so unsere Schule hat ein Problem. Klassenzimmer sind voll, ja gut, das werden wir jetzt schon bald lösen und zwar indem wir bald ein Gymnasium bauen. Und zwar werden wir das dann. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr für Gymnasium. Okay, hier haben wir ein Müllhaldenproblem. Wir sollten mehr Müllwagen besorgen. Wir erreichen nicht alle. Jetzt müssen wir noch eine Müllhalde bauen. Na klasse. Okay, neue Müllwagen für euch. Ihr Jungs, kriegt ihr einen neuen. Jetzt habe ich auf Pause gedrückt. Warum? Gut, damit hätten wir jetzt zwei Müllwagen. Klassenzimmer sind voll, ist natürlich nicht schön. Jetzt muss ich noch einen Platz suchen fürs Gymnasium. Wo stellen das da am besten hin? Irgendwo hier in die Nähe. Wo ist denn. Was kann ich am besten abreißen? Oder ich stelle das Gymnasium da in meinem zweiten Wohngebiet auf. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das werde ich mir aber, glaube bis zum nächsten Part dann mal gründlich überlegen, wie ich das mache. So, hier sehen wir schon. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen zurück, aber ich baue das trotzdem auf. Wasser reicht locker aus.
gefördertes Wasser, ja, passt. Einwandfrei. Natürlich unsere Feuerwehr, die haben immer nur das Problem mit dem scheiß Chemiebrand. Wo sind die momentan unterwegs? Kann man das irgendwo sehen? Verlassene Gebäude haben wir nichts, also abgebrannt ist auch nichts. Ja, Chemiebrand wäre natürlich gefährlich, wenn hier außen mal Chemiebrand abbricht. Hier werden nur Mitarbeiter geprüft. Nein. Okay, die brauchen Mitarbeiter. Feuerhilfe. Oh nein, da brennt's. Ja, wo? Ach, da der grüne Rauch. Das ist natürlich nicht gut. Wir haben überlegen, wie wir das jetzt am besten lösen können. Ja, wie können wir den Brand jetzt am besten lösen? Die würden das doch irgendwie schaffen, oder? Ich weiß, dass wir bei dem nächsten Feuerwehrgebäude, dass wir da dann ein Spezialding hinmachen können wegen Chemiegebrände, aber hier können wir, glaube ich, nichts machen. Nee, hier können wir nichts machen. Was kosten die andere Feuerwehrding? Wie heißt denn das? Große Feuerwehr, 85.000, das kostet so viel in der Stunde. Ach, wir brauchen es, das ist das Problem. Wir brauchen das jetzt unbedingt. Das müssen wir im nächsten Part dann als nächstes machen. Oh je, ich sehe es schon kommen. Irgendwas passiert da jetzt gleich. Gut, auf jeden Fall können wir jetzt unsere Kläranlage erstmal ausbauen. Das werden wir jetzt als erstes mal machen. So, bauen wir so ein neues Klärding hin. Dann bauen wir es doch am besten dann mal dahin. Gut, damit sind wir wieder im grünen Bereich. Zwar nicht weit im grünen Bereich, aber es reicht momentan für die nächsten paar Stunden. Gut, aber ich würde sagen, der Part war wieder lang genug. Nicht lang genug und... hinten brennt's. Da brennt's und es kann keiner löschen, weil es ein Chemiebrand ist. Kacke. Noch nö, Mann, das ist jetzt natürlich wieder ganz toll. Ich hoffe, dass das jetzt auf die überwiegenden, auf die umliegenden Gebäude nicht überspringt, das Feuer. Sondern dass die Fabrik einfach nur niederbrennt. Natürlich ist eine, war eine schöne Fabrik. Stufe 3. Ist natürlich bitter. Aber wir müssen warten, können wir jetzt nichts dagegen machen, weil das andere Feuerwehrding können wir leider noch nicht bauen. Boah, das brennt heftig. Es brennt richtig heftig, sieht aber cool aus. Wenn es jetzt Nacht wäre, wird es noch cooler aussehen. Jetzt bitte spring nicht über, Feuer, bitte. Ich flehe dich an, spring nicht auf andere Gebäude über. Grüne Flammen, geil. Das lasse ich jetzt so da, das will ich jetzt nur sehen, wie das niederbrennt. Oder wie lange das dauert, weil wir sehen jetzt... Wow. Geil. Okay, können wir blätten. Aber das war richtig geil. Verlassene Gebäude 1 ist verlassen. Zoomen wir das mal ganz kurz. Vielleicht finden wir es ja schnell. Hier unten, warum? Grund Geldnot. Ja, mein Gott. Wenn Geldnot ist, dann musst du halt gehen. Dann haben wir... Es ist halt so. Tschüss. So, aber sonst haben wir alle beseitigt. Jawohl. Gut mit dieser verloren gegangenen Fabrik. Aber die nächste baut schon auf. Also war es eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall haben wir rausgekommen, wir müssen jetzt die nächsten Parts dann mal neue Feuerwehr bauen. So, jetzt schauen wir, dass wir ein schönes Bild hinkriegen mit unserer neuen großen Stadt. So, sieht doch ganz schön aus, unser New Sagev. Natürlich, unser Vegas ist nur ganz weit von uns entfernt. Aber ich würde sagen, ich beende den Part jetzt erstmal. Im nächsten Part werden wir dann, ja, schauen, dass wir vielleicht eine neue Feuerwehrwache herkriegen. Und Polizeiwache werden wir dann auch wahrscheinlich auch mal eine neue herbauen. Gut, aber dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt erstmal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play SimCity. Ciao!